Yes, danke vielmals. Thema von unserer Konferenz ist Klang der Zukunft. Und wir haben jetzt schon 2 Tage über den Klang von der Zukunft nachgedacht. Wir haben am Donnerstag vor allem das Wir leben Kirche fokussiert. Wir haben da einiges gehört dazu. Gestern haben wir einen Tag lang nachgedacht über Vernetzen, Inspirieren, Fördern. Und heute soll es jetzt vor allem um die dritte Linie gehen mit Menschen, Kirchen und Gesellschaft. Gestern haben wir Pastoren, die sind ja in Gruppen zusammen gewesen, haben wir eingeladen, uns ein Foto zu schicken. Und wir haben dann gestern so eine Collage gemacht. Ich will die da nochmal zeigen. Hat mich persönlich sehr berührt. Pastoren, die einfach als Vertreter von ihren Kirchen da gewesen sind. Es würde sich eigentlich lohnen, jetzt nochmals das Gleiche zu machen mit ganzen Gemeindeleitungen oder gerade mit ganzen Fotos von der ganzen Gemeinde. Irgendwie, wenn ihr aufnehmt wegen Covid oder so, könnt man mal da so einen Collage machen. Aber das hat mich jetzt schon so berührt, so die Vertreter von die Pastoren als und Pastorinnen als Vertreter von der Kirchen. Heute geht es jetzt um diese dritte Aussage: Wir leben Kirche mit Menschen, Kirchen und Gesellschaft. In der Musik gibt es den Dreiklang. Es gibt einen Akkord. Ein Akkord besteht im Grunde genommen immer aus 3 Tönen. Es gibt den Grundton und dann gibt es die Terz, das ist der dritte Ton. Und dann gibt es noch die Quinte, das ist der fünfte Ton. Es ist La, la, la. So ungefähr auf jeden Fall. Das ist ein Dreiklang. Und unsere Welt und Gott, das funktioniert auch so etwas in einem Dreiklang. Es gibt diesen Dreiklang von Menschen, Kirche oder Volk Gottes, Israel könnte man da auch dazu nehmen und Gesellschaft, Welt. Es gibt so diese Dreiklänge. Zum Beispiel, Jesus ist König. König von dir, König der Kirche, König der Welt. Oder Jesus liebt Menschen, er liebt dich. Jesus liebt die Kirche, die Gemeinde, sein Volk. Jesus liebt die Welt. Oder Gott wirkt. Gott wirkt in dir, wenn der Heilige Geist in dir lebt. Gott wirkt in dir. Gott wirkt in der Kirche und Gott wirkt in der Welt. Ich habe euch da mal einen Bibeltext, den ich da mal euch zeigen möchte. Da heißt es in Daniel 4,32: Er macht's, wie er will, mit den Mächten im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen. Also Gott wirkt, er macht's, wie er will, sagt hier Daniel. Wir könnten jetzt noch lange darüber nachdenken, aber es geht hier nur mal um diesen Dreiklang. Menschen, Kirchen, Gesellschaft. Gott wohnt in dir. Du bist sein Tempel, sagt Paulus. Gott wohnt in der Kirche, die Kirche ist sein Tempel und Gott wohnt auch in der Welt. Ich habe euch da einen Bibelvers mitgebracht, der mich selbst eigentlich erstaunt hat, dass der so steht. Hier heißt es: Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Das ist der Moment, als der Tempel eingeweiht wurde. Und da passierte das Gleiche, was davor schon mit der Stiftshütte geschah, dass die Herrlichkeit Gottes, die Shechina, die Einwohnung, die hat hier den Tempel erfüllt. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Und Jesaja schreibt: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Also hier steht dasselbe, was geschrieben stand über den Tempel, dass die Herrlichkeit des Herrn den Tempel erfüllte, heißt es hier von der ganzen Welt. Also das, was Jesus da der Frau am Jakobsbrunnen gesagt hat, dieser Samariterin, dass man Gott auf der ganzen Welt anbeten könne, im Geist und in der Wahrheit, das hat eigentlich schon Jesaja hier gesagt. Das war eigentlich gar nichts Neues unbedingt. Hier wird dasselbe über die Welt gesagt, wie es über den Tempel
gesagt wird. Auch darüber könnte man jetzt noch lange nachdenken, aber es hat mich irgendwie bewegt, so diese Wertschätzung der Welt gegenüber. Bei Andy Wright könnt ihr noch viel darüber nachlesen, dass auch wie die Erde geschaffen wurde, schon im Schöpfungsbericht wird eigentlich die Erde beschrieben, wie ein Tempel beschrieben wird. Zurück zum Dreiklang, Gott erlöst die Menschen, die Kirche, die Gemeinde hat er erlöst und auch die Welt will er erlösen. Jesus ist für die ganze Welt gestorben und auch die Natur die Welt, die wird eines Tages erlöst werden, steht in Römer 8, 21. Jesus bringt Frieden für dich, er bringt Frieden für die Gemeinde, Gnade und Friede, sagt Paulus die ganze Zeit, ist immer der Abschlusswunsch an die Brief, in den Briefen an die Gemeinden, ist immer, oder fast immer, immer Gnade und Friede, Gnade und Friede, Gnade und Friede. Und eines Tages wird auch dieser Welt Frieden bringen. Also wir haben eigentlich an vielen Orten in der Bibel, finden wir diesen Dreiklang. Menschen, Kirchen, Gemeinden, Volk, Gottes und Gesellschaft und Welt. Und Jesus sagt uns ja, Friede sei mit euch, das haben wir vorhin auf Französisch gehört, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und wenn es so ist, dass Gott sich diesen Dreiklang uns zuwendet, den Menschen, der Gemeinde, der Kirche und der Welt, dann sollen wir dasselbe tun und sollen uns auch den Menschen der Gemeinde und der Welt zuwenden. Wenn Gott mit Menschen ist, mit seiner Gemeinde und mit der Welt, dann sollen auch wir mit Menschen, mit Kirchen und mit der Gesellschaft sein. Deshalb schreiben wir leben Kirche mit Menschen, Kirchen und Gesellschaft. Der Klang der Zukunft ist ein Dreiklang. Jetzt, was bedeutet das für uns als Chrischoner Schweiz? Wir haben hier ja eigentlich drei Aspekte, mal was es unser Miteinander mit Menschen betrifft. Wir wollen Menschen vernetzen zum Beispiel. Wir glauben, dass wir als Chrischoner Movement eine lernende Gemeinschaft sind. Wir wollen voneinander lernen, wir wollen einander inspirieren, wir glauben, dass jeder etwas beizutragen hat. Wir wollen eine Lerngemeinschaft auf Augenhöhe sein. Und wir wollen das hochhalten, dass wir glauben, dass es gemeinsam besser geht. Wir haben Synergien, es ist gut, dass wir einander ergänzen. Und deshalb wollen wir Menschen vernetzen. Hier kommt der ganze Leibgedanke auch hinein, den wir auch in der Bibel lesen können. Dann Menschen inspirieren. Wir wollen eine lebendige Spiritualität leben, inspirieren. Das kommt das Wort Spirit drin vor. Hier geht es auch um den Geist. Wir wollen nicht einfach irgendwo flammende Reden halten und irgendwie die Menschen zu weiß ich was inspirieren, sondern wir wünschen uns, dass wir inspiriert sind durch den Heiligen Geist und durch sein Wort und durch Gott, den Vater und Jesus Christus. So, das wäre so diese Ebene. Wir wollen auch Visionen, die Vision hochhalten. Wir wollen, dass die Leute, die mit uns zu tun haben, irgendwo visionärer sind, als sie es werden, wenn sie vielleicht nicht bei uns wären. Es muss irgendwie einen Mehrwert geben, dass Menschen zu Chrischoner Schweiz gehören. Wir hoffen uns, dass irgendwo das etwas Inspirierendes sein darf. Und wir wollen Menschen auch fördern. Wir wollen dich, wenn du zu Chrischoner Schweiz gehörst, wollen wir dich fördern in deiner Jesus-Nachfolge. Wir wünschen uns, dass du mit Jesus irgendwo brennend und gut unterwegs sein kannst, und das wollen wir tun. Wir wollen deine Jüngerschaft fördern. Wir wünschen uns, dass wir alle reifer werden. Auch für mich ist das ein Reifeprozess, den ich da durchlaufe, seit ich bei Chrischoner bin, und das hört auch nie auf. Und das wünschen wir uns, dass das passiert und dass wir alle auch an Persönlichkeit gewinnen dürfen. Also wir
wir wünschen uns, dass die Menschen, die zu Krishna Schweiz gehören, dass die das erleben, Vernetzung, Inspiration und Förderung. Du persönlich, wenn du zu Krishna Schweiz gehörst, als Gemeindeleitungsmitglied oder als Pastor oder vielleicht bist du auch sonst irgendwie zugeschaltet oder vielleicht gehörst du noch gar nicht dazu und überlegst dir, ob du dazugehören willst, wir würden uns wünschen, dass diese drei Dinge mit dir passieren, wenn du zu uns gehörst. Und das wird uns nicht zu 100% gelingen. Es wird uns auch nicht immer gelingen, aber hoffentlich immer öfter. Dann so eine zweite Ebene haben wir Kirchen. Wir wollen auch nicht lediglich Menschen inspirieren, vernetzen und fördern, sondern auch Kirchen vernetzen. Wir sehen uns als ein schweizweites Netzwerk. Und wir sehen uns als Netzwerk und nicht irgendwie als Firma, wo ihr einfach irgendwelche so Mikro oder Coop oder Aldi-mäßige Filialen seid und wir euch genau sagen, was ihr jetzt zu tun habt und welche Dekos, das ihr brauchen müsst und so, sondern wir sehen uns als ein Netzwerk. Wir sind da verbunden miteinander, aber wir sind auch unterschiedlich. Aber wir gehören zusammen und wir gehören zu einem Movement, zu einer Bewegung. Und wir sehen uns auch in regionalen Netzwerken, in regionalen Krishna-Netzwerken, die es da und dort gibt, aber natürlich auch in allianzmäßigen Netzwerken. Beat Ungrich ist ja auch im Vorstand von der Schweizerischen Evangelischen Allianz. Ich denke, das ist Statement genug, mehr müssen wir dazu nicht sagen. Krishna-Leute waren immer schon auch Netzwerker über die Denominationsgrenzen hinaus. Und wir sehen auch uns als ein solidarisches Netzwerk. Es gibt Gemeinden, die sind stärker und die helfen durch ihre Beiträge finanzieller Art, aber auch sonstige Ressourcen, die sie zur Verfügung stellen, helfen die stärkeren Gemeinden, vielleicht den schwächeren Gemeinden. Und das heißt nicht immer, dass die Großen den Kleinen helfen. Manchmal ist es auch so, dass sehr viel Inspiration und Hilfe von kleinen zu großen Gemeinden fließen kann. Dann wollen wir auch Kirchen inspirieren. Wir wollen euch helfen, dass ihr eure Vision als Kirche hochhalten könnt, dass ihr glaubt, dass es einen Unterschied macht, ob es euch gibt oder nicht, und dass ihr immer wieder auch daran arbeitet, was genau ihr tun könnt, um das Evangelium noch besser in die Welt hinauszutragen und Menschen in ihrer Jüngerschaft zu fördern. Und wir wollen euch auch dadurch inspirieren, dass wir gemeinsam über gesellschaftliche Trends nachdenken, dass wir am Ball bleiben. Jede Gemeinde hat ja über dem Gottesdienstraum so vorne, hat eine Jahreszahl, die da steht. Und wenn man die Augen so ein bisschen zusammenkneift, dann sieht man eine Jahreszahl da stehen. Und es ist wichtig, dass diese Jahreszahl nicht älter als 10-jährig ist, denke ich mal. Vielleicht ist sie nicht immer ganz genau auf 2021 im Moment, aber also weniger als 2011 sollte es auf jeden Fall nicht sein. Vielleicht könnt ihr mal darüber nachdenken, was eure Jahreszahl ist, die da oben steht. Schaut am nächsten Gottesdienst mal da hoch, ihr werdet sie sehen. Und wir wollen euch dazu inspirieren, die gesellschaftlichen Trends zu erkennen und auch relevant zu sein. Und so weiter. Und dann Kirchen fördern. Wir wollen euch fördern in eurem spezifischen Auftrag, in euren Umfeldern, wo ihr seid. Wir wollen euch unterstützen, wo wir können. Wir wollen uns auch als Netzwerk gegenseitig unterstützen, uns gegenseitig fördern. Und wir fördern euch auch, indem wir euch administrativ unterstützen, die ganze Personaladministration und sonstige administrative Fragen mit Baugeschichten und Versicherungswesen und so. Das ist ein großer Teil, was die Geschäftsstelle unter der Leitung von Ralf Oberli ja den ganzen Tag macht, und das ist für uns eine Fördermaßnahme. Wir hoffen, dass es euch besser geht, weil es uns gibt, so an dieser Stelle. Und dann die letzte Zeile ist Gesellschaft. Wir wollen eben nicht nur Menschen vernetzen, inspirieren und fördern und Kirchen vernetzen, inspirieren und fördern, sondern auch mit der Gesellschaft wollen wir uns vernetzen. Wir wollen lernen von gesellschaftlichen Trends.
Wir wollen wahrnehmen, welche Bewegungen das da sind. Wir sind ja Teil dieser Welt und wir können uns da nicht einfach abdocken davon, sondern wir sind da drin und wir wollen auch die Zusammenarbeit suchen mit gesellschaftlichen Playern, zum Beispiel unsere Prävention für sexuelle Übergriffe oder gegen sexuelle Übergriffe, die machen wir zusammen mit einer säkularen Organisation, weil wir von denen lernen können. Und so wollen wir auch uns da, wo es sinnvoll ist und wo es unserem Auftrag dient und wo es auch der Gesellschaft dient, wollen wir uns mit der Gesellschaft vernetzen. Wir wollen aber auch Gesellschaft inspirieren. Ich denke zum Beispiel, unsere evangelistischen Bemühungen, das sollte inspirierend sein. Ich denke, wir sollten die gute Nachricht hinaustragen. Und es ist eben vor allem mal eine gute Nachricht. Und nicht irgendwie den Leuten die Hölle heiß machen, sondern es geht auch, natürlich muss man vielleicht auch mal davon reden, dass es auch eine Option einer ewigen Verlorenheit gibt. Aber grundsätzlich wollen wir das Evangelium so hinaustragen, dass es die Leute inspiriert, dass sie glauben wollen. Und wir wollen die Gesellschaft auch inspirieren, indem wir Kommunikation nach außen betreiben. Wir als Verband haben da auch die Möglichkeit, vielleicht etwas, geschlossen mit gemeinsamer Stimme, auch mit anderen Freikirchen und Kirchen zusammen da gegen außen auch unsere Werte zu vertreten. Und zu guter Letzt wollen wir die Gesellschaft fördern. Wir wollen konstruktive Player sein in unserer Gesellschaft. Wir wollen Teil der Lösung sein. Wir wollen als Leute bekannt sein, die lösungsorientiert sich für unser Land und für unsere Gesellschaft einsetzen. Es ist super, dass es Leute in unseren Reihen gibt, die sich politisch engagieren, die sich irgendwo sozial engagieren, in diakonischen Geschichten sich engagieren. Das finden wir super und das wollen wir auch weiter fördern. Und wir als Verband wollen euch auch darin unterstützen, dass wir gemeinsam und ihr vor Ort auch die Gesellschaft fördern könnt. Das wäre mal so im Überblick das, was wir tun wollen mit Menschen, Kirchen und Gesellschaft. Ich möchte noch kurz bei diesem Punkt Gesellschaft kurz verweilen, weil das vielleicht ein Punkt ist, der am ehesten noch Fragen auslöst. Jesus wurde mal gefragt, ob es richtig sei, dem Kaiser Steuern zu zahlen. Und interessant ist, wo das geschah und was dort geschah. Zum Wo. Als Jesus das gefragt wurde, befand er sich auf dem Tempelberg. Hier haben wir das alte Jerusalem, so wie es zur Zeit von Jesus aussah. Und hier haben wir den Tempelberg. Jetzt, der Tempelberg war das religiöse Zentrum vom damaligen Israel. Das wissen wir, aber was wir manchmal vergessen, ist, dass der Tempelberg nicht lediglich das religiöse Zentrum war, sondern er war auch das gesellschaftliche und politische Zentrum. Die Priester, die da Dienst hatten, das waren keine Pharisäer, das waren Sadduzäer. Und die Sadduzäer hatten sich mit dem römischen Regime engagiert. Die waren eigentlich nicht viel besser als Zöllner, wenn man es genau nimmt. Die waren deshalb auch nicht sehr beliebt. Und zum Beispiel der hohe Priester, der wurde immer vom Kaiser eingesetzt, schlussendlich. Als da Pontius Pilatus und der hohe Priester bei der Verhandlung um die Kreuzigung von Jesus ihren Disput hatten, dann waren das die zwei Günstlinge des Kaisers, die da einen Disput hatten. Die Macht war da aufgeteilt. So gesellschaftssozial war beim hohen Priester und so militärisch Sicherheit war beim Pontius Pilatus damals. Also das war so das gesellschaftliche, politische und religiöse Zentrum von Jerusalem war der Tempelberg. Eine römische Stadt, Jerusalem war ja eine römische Stadt und eine römische Stadt hatte immer so Kennzeichen, die sich durchzogen, eine Stadtmauer, eine Therme, eine Insula, ein Zirkus, ein Theater und eben auch ein Forum.
wo politisch und gesellschaftlich und so weiter diskutiert wurde. Und in Jerusalem stand der Tempel auf dem Forum. Versteht ihr? Das ist das Forum, der Tempelberg. Und der Tempel stand mitten auf dem Forum. Und das ist auch der Ort, wo wir hingehören. Versteht ihr? Wir gehören nicht irgendwie, weiß ich wohin. Der Tempel hätte ja auch irgendwo, keine Ahnung, auf dem Ölberg stehen können. Aber das Forum und der Tempel war am selben Ort. In Athen war das Forum auf dem Areopag. Areopag heißt eigentlich Marshügel. Der Ort dort war Gott Mars gewidmet. Und eigentlich ist der Tempelberg der Areopag von Jerusalem. Es ist nicht der Marshügel, sondern der Yahweh-Berg, wenn man so will. Und der Tempel stand auf dem Forum. Und da gehören wir hin. Wir als Gemeinde, als Tempel Gottes, wir gehören auf das Forum. Wir gehören dahin, wo das Leben spielt. Wir gehören nicht irgendwie klostermäßig irgendwo, weiß ich, an die Peripherie, sondern wir gehören dahin. Okay, also da wurde Jesus diese Frage gestellt, ob man dem Kaiser Steuern geben kann. Ziemlich genau hier wahrscheinlich war das. Und dann hat er ja gesagt, ja, zeig mir mal eine Münze. Und die Münze, die er da zu sehen bekam, die sah so aus. Das ist der Denar des Kaisers Tiberius. Und hier haben wir der Kopf, das zeigt der Kaiser Tiberius mit einem Siegeskranz. Und hier steht etwas. Und interessant war, dass diese Münzen waren das Twitter des Römischen Reiches. Über die Münzen wurden Sachen kommuniziert. Die Leute konnten ja sonst keine Zeitung lesen oder so. Wenn man eine Botschaft ins Kaiserreich hinaus posaunen wollte, wurden Münzen geprägt. Und dann konnten das alle lesen und so. Und hier steht auf dem Rand, steht auf Lateinisch Tiberius Caesar, Sohn des göttlichen Augustus, selbst Augustus. Und Augustus ist ein Gottestitel, heißt der Erhabene. Also hier steht Tiberius Caesar, Sohn des göttlichen Gottes, selbst Gott. Okay? Also Jesus sagt, zeig mir die Münze. Und er liest vor sich auf einer Münze, dass Tiberius der Sohn Gottes sei und selbst Gott sei. Also der selbst der Sohn Gottes ist, Und Gott ist, der liest auf einer Münze dasselbe über Kaiser Tiberius. Also wenn es einen Moment gegeben hätte, in dem Jesus sich radikal gegen die Gesellschaft hätte stellen müssen, wenn es einen Moment gegeben hätte, in dem er hätte sagen müssen, das geht ja überhaupt nicht. Versteht ihr, es war schon eine Frechheit, dass die Juden überhaupt eine solche Münze auf dem Tempelberg hatten. Das ist ein Statement, das ist wie ein Götzenbild, das sie da mit in der Tasche hatten. Wenn es einen Moment gegeben hätte, in dem Jesus hätte sagen müssen, hey, aber mit der Gesellschaft, da habt ihr mal überhaupt nichts zu tun, Leute. Haltet euch fern, haltet euch heilig und so. Nehmt Abstand, dann wäre es dieser Moment gewesen. Und das wollten die Pharisäer ja auch. Das war ja die Falle, die sie ihm stellten. Und Jesus sagte, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Diese Münze ist das Ebenbild des Kaisers, gebt das dem Kaiser. Ihr seid das Ebenbild Gottes, gebt euch Gott. Also was Jesus hier sagt, ist eigentlich, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, aber gehört nicht selbst dem Kaiser. Ihr gehört Gott. Das war eigentlich die Version von Suche der Stadt Bestes von Jesus. Versteht ihr? Er sagt, ihr lebt in der Welt und ihr seid Teil von dieser Gesellschaft. Also als Christen sind wir gleichzeitig in Christus und in der Welt.
Apropos Welt, Jesus sagt ja, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist falsch übersetzt. Das Wort bei ist falsch übersetzt. Es heißt hier ego met hymon eimi. Met, das Meta, das heißt mit. Das heißt, ich bin mit euch. Alle Tage bis an der Weltende. Beat hat uns das ja sehr schön vor Augen gemalt. Christus ist mitten unter seinen Gemeinden, die in den Wirren und Wirren der Offenbarung sind. Ich hatte einen Moment, bis ich das geschnallt habe. Die Leute lachten und ich dachte, irgendeine Pointe habe ich verstanden, habe ich da verpasst. Also die Wirren unserer Zeit sind auch die Wirren unserer Zeit. Und Jesus ist mitten unter der Gemeinden, unter seinen Gemeinden. Er ist mit uns. Und wir sollen mit der Gesellschaft sein. So wie Jesus mit uns war und heute ist, so sollen auch wir mit unseren Mitmenschen sein. Und das ist der Dreiklang, wie wir Kirche leben wollen. Wir wollen Kirche leben mit Menschen, mit gerne mit dir. Wenn du dazugehören willst, sehr, sehr gerne. Ich würde mich echt freuen, wenn wir gemeinsam Kirche leben könnten. Wir wollen Kirche leben mit Menschen, mit Kirchen. Wir finden es toll, dass ihr dabei seid, auch als Gemeinde. Und wir wünschen euch, dass ihr dabei bleibt. Und dass ihr euch aktiv hineingebt in unser Netzwerk. Dass ihr das mitprägt und mitfördert, mitgestaltet. Und wir leben Kirche mit der Gesellschaft. Das ist der Dreiklang von wir leben Kirche.